Hallo, Desert, willkommen zurück, liebe Triple Leffler, liebe Friends, Family und Fans. Zurück zu DesertForce.de, hier auf unserem Kanal. Und zwar habe ich mich entschlossen, ich schalte erstmal, Moment, ich versuche mal das da. Ich habe Game, was ist das? So, genau. Ich habe ja die A10 schon länger und diverse Kampagnen. Und jetzt habe ich mir entschlossen, da mal einzufliegen. Und zwar Operation Piercing Fury. Da habe ich ganz viele tolle Sachen drüber gelesen. Und die, ja, fliegen wir jetzt einfach, ne? Würde ich sagen. Ich muss mal gucken, habe ich da irgendwie, genau, einen Sound auf Mute. Ich bin schon lange keine A10 mehr geflogen. Deshalb bitte drückt ein Auge zu. Ich beherrsche das Ding auch nicht mehr auswendig. Ich muss ein bisschen überlegen. Aber ja, was ich gemacht habe, das ist die erste Mission. Ich habe uns hier die Frequenzen schon mal rausgeschrieben auf meine tollen... da kann ich das zeigen. Da, ja, genau. Auf meinem Note-Ding habe ich das rausgedingselt hier. Und dann, ja. Ich habe das rausgeschrieben. Die Kampagne, ich habe kurz reingeguckt in die Dokumentation, da hat es schöne PDF-Files für jede Mission. Das Zeug hier, seht ihr, Flugplan und so, ist auch in-game vorhanden. Und wir starten jetzt einfach mit der ersten Mission, würde ich sagen. Genau. Ja. Auf! Da mal das Pit zu, damit ihr besser was hört dann. Flight, this is Whiplash One. Welcome to the AO. We've had a busy couple of weeks. Glad we got some hogs from the Rock to join the party. The terrain isn't too different to what you're used to in Korea. One big difference here. No target practice, fellas. We roll locked and loaded at all times. Locked and loaded. Extremely hot, and I'll be tasking you guys heavily. So, 100% bam. Bisschen Licht. Noch nicht ganz hoch. Whiplash out. So, dann das hier hoch. Fuel pumps hoch. Für Ground Operations Mentations. So. Hat, jawohl, Enter. Ich muss hier kurz noch ein bisschen den Runder machen. Und hier Load All. Der kommt. Alright, Engine. Aha. Military police and other combat units consists of staff posts, road checkpoints, entry control points, mobile patrols, and quick reaction force patrols to secure a perimeter and sweep the Katasi AO for enemy threats. In some situations, depending on intel, we task heal patrols to assist with reconnaissance and QRF capabilities for additional support. Ensure you contact the command post before takeoff and when inbound to Katasi to get a status of the footprints. Aha. Okay, jetzt holen wir erstmal Kutaisi Startup. Footprint Status F10. Können wir mal gucken, oder? Hawk 1, Defender 9. Footprints are being posted at this
Okay, 5 Minuten, Ronnie. Engines sind am Laufen, APU off, APU off. So. Ja, ja, ja. Take-off-Trimmung, jawohl. Können wir eigentlich... Ground Crew, your Armory Fuel. Können wir dann... ein Skin ändern? Ja, können wir. Hübsch. Das haben wir auf 0. Der hier läuft. Da brauchen wir ein bisschen. Da können wir den auf CDU stellen. Da machen wir nochmal ein Load All. Das hat es durch. Da können wir den auch hochstellen. Dann Flaps of Half. Genau, eben. Ihr müsst ein bisschen. Ich bin schon lange keine A10 mehr geflogen. Ne? Tarkan haben wir eingestellt. Das können wir gut noch testen. Das hier läuft immer noch. Da können wir mal noch gucken. Wir machen nochmal Load All. Ich trau dem Zeug nicht. Lass mal aufs. CU geht jetzt gar nicht. Haben wir hier das Piepen? 44x Factorize. Also, was wir noch machen gleich. Jawohl, das piepst. Dann machen wir das aus. Dann machen wir hier noch ein. Factorize Request Taxi to Runway. Machen wir das TED rein, hier machen wir das CDU rein. Die ist fertig. Das heißt, NAV EGI an. Alle Dinger sind weg. Wir sind ready to taxi. Den machen wir wieder hoch auf 135. Den machen wir hoch auf Stirb und nee, auf Position. Dann machen wir hier den Ground Speed an. Der ist ein bisschen. Nervt mich ein bisschen hier. So, dann gucken wir mal. Die ist im ja, das machen wir noch hier. Den haben wir auf Flight Plan. Genau, dann würde ich sagen, Taxi to Runway. Nose Wheel Steering ist an, Flaps an, Brakes released, alles grün, good to go. One is rolling. Spiegeln wir mal rein. Oh, Cortez Traffic. One is rolling to runway 26. Jetzt warten wir auf die Bestätigung von diesem Abwehrtypen, ne? Rolling. Jawohl. Wir könnten noch kurz Airbrakes testen. Jawohl. Ganzen Controls testen, jawohl. Aber echt alles gemacht. An Lichter an. Die sind auf Flash. Die werden wir ja gleich auf Steady stellen. Ja. 3 Rolling. Genau, wir sind hier auf Kutaisi im Kaukasus. Operation Piercing Fury. Wie gesagt, ich habe die schon länger, so wie die A10, aber die A10 bin ich länger nicht mehr geflogen. Ich habe jetzt gedacht, ich habe so viele Kampagnen, ich sollte mal in eine Kampagne fliegen und euch einfach mal teillassen oder teilhaben lassen. Ich weiß nicht, wie oft ich die Videos mache. Ich werde das Ding nur fliegen, wenn ich Bock und Zeit habe, weil so eine Kampagne, ich weiß nicht, wie lange die Missionen dauern. Es kann sein, dass die Missionen 30 Minuten dauern, es kann aber auch sein, dass die 2 Stunden dauern, ne? Werden wir mal sehen. Gucken wir mal. Ah, das Fuel hätten wir noch testen können. Oh, ja. Yeah. Guter Mann.
Ich wollte hier noch FPM auf manuell. Jetzt habe ich umgestellt, dass die Waypoints automatisch durchgehen. Jetzt habe ich das auf manuell gestellt. Genau. Jetzt werden die nämlich nicht mehr automatisch durchlaufen. Jetzt muss ich die von Hand durchschalten hier. Genau. So. Mal kurz. Kutaisig Traffic. Hog 1. Hog Flight. Holding short. Runway 26. Ready for departure. Sind meine Freunde. Ja, die kommen. So, jetzt schalten wir hier mal Point 1 ist aktiv. Wie sind wir denn hier mit der Höhe? Ja, den Sitz stellen wir nach hier noch ein. Bisschen hoch und runter. Ich habe eben zwei Achsen ausgeschaltet bei Tracky Air. Ich mag dieses vor nach hinten und dieses hoch runter da. Mag ich nicht. Ich habe nur so, so und dann diese Achsen an. Den Rest mag ich nicht. Was ist denn das? Und mal mir keine Antwort geben. Ich glaube, die KI leint sich nicht ab nebenan, ne? Okay. 300 277 277. Last checks. Peter Heat an. Flaps check, check. Alles safe, safe, safe. An. QFE Z. Ground speed Z. In the brakes. Throttle up to 80. 80 set. Brakes release in 3, 2, 1. 1 rolling. Ah, nicht das da. Okay, nose wheel steering off. Good to go. 120, wir sind nicht so schwer. 130, langsam ziehen. One is rotate. One airborne, gear up. Flaps up. Und steigen. Okay. Until we are from our two copies. Three copies. Wie hoch will er denn? Elevation 9000. Oh, da muss ich krass steigen noch. Das ist ziemlich nah hier. Wir werden ein bisschen nach rechts fliegen. Four rolling. Wheels up. Copy that. Dann machen wir mal den Pot an. Den brauchen wir garantiert. Jetzt machen wir hier mal noch Autopilot auf. Nee. To rejoin. So, wir sind an Waypoint 1. Wir steigen immer noch. Ich mach mal ein Orbit hier. Mit Continuous Climbing. Okay. Okay.
Copy. Waypoint 2 selected. Turning to waypoint 2. Climbing 5 degrees. Three copies. Okay, one is reducing speed to 90. Dann können nämlich die anderen schön aufschließen. For rejoin. Copies. Rejoining lead. Climbing. Können wir den auf Pet Hold machen eigentlich? Genau. Jetzt müsste das nämlich. Genau. So. Was haben wir sonst noch? Wir haben alles grün, alles eingeschaltet. Funke haben wir. 13533. Das ist unsere. Auf dem UHF. Unser Flight. Copy that. Tja. Jahrzehnt ist schon hübsch. Jetzt könnten wir eigentlich. Ja, wir warten jetzt mal noch. Warten mal bis Waypoint 2 und dann gucken wir mal. Auf was wollte Angels? Nein. Das heißt, wir können eigentlich. Oh, unser Speed nimmt drastisch ab. Müssen hier immer noch ein bisschen Speed geben. Und langsam climben. Wir switchen auf Waypoint 3. Höhe haben wir fast erreicht. Wir turnen right Richtung Waypoint 3. Höhe Angels 9 war das Ziel. Haben wir fast erreicht. So. Hoch, hoch, hoch. Jawohl, wir haben unser Ziel erreicht. Angels 9. So. Oder habe ich jetzt was vergessen? Okay. Approximately 2,500 detainees currently at Cropper. We
We're at capacity and we'll be moving detainees to other coalition locations in the coming months. Zeus has been under indirect and direct attack since she was opened in April of 2015. Since I have you hogs in the AO, you will be assisting with Cass in the future to take some of the pressure off of Zeus' ground defenses. Okay. Continue on your flight plan. Whiplash one out. Continue on your flight plan. Jetzt mal gucken wir mal, was wir für Bombenzeug dabei da haben. Wir haben GBU 12 und 38. Wir schalten die GBU 12 mal um auf CCRP. Und Autolays sowie 10 Sekunden Autolays. Safe. 38er. Können wir nichts einstellen, okay. Was haben wir hier denn? Okay, Wedding Cake gesetzt. Das ist cool, das kann ich überall hinsetzen. Klack, wo die X sind. Zack, und der Pot slug gleich mit, ne? Richtig geil. Müssen wir noch ein bisschen... Okay, wir sind ein bisschen hoch. Wir sind ein bisschen zu hoch. Ich muss ein bisschen sinken noch. Ziehe aber 9000. Ich habe den falschen Autopiloten drin gehabt. I'm not hating on it. Ah, 11.000. Ah, da, 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 da. Muss ich gar nicht sinken. Der ist auf 11.000. Da kann ich ja trotzdem so ein bisschen... So. Da vorne haben wir das Wedding Cake. Smoke irgendwas. Okay. Ah, okay. Nice. Das ist schon schön. Die A10 ist schon schön. Wisst ihr was? Wir könnten eigentlich noch... I love the hawk. So. Autopilot an. Farb wieder. Ich frage mich, wann ED endlich die Farb ändert. Die sind, das Zeug ist nämlich alles grün. Und wenn du im Persischen Golf oder in Nevada fliegst und eine Farb reinklatschst und das alles grün ist, das ist Augenkrebs, ich sag's euch. Hier, HQ ist grün, die Zelte sind grün, die Farbe selber ist grün. Ha. Ein bisschen schade. Infantry Division and 43rd Military Police Brigade called Moto Home.
We also have a listening post, observation post, or LPOP for short. They call that home. Holy. The call sign is Lima 7, home. And they are used primarily for early warning and intelligence gathering capabilities. Make yourself familiar with the terrain in and around Cop Moto. I'm sure you'll be called upon in the future to support operations in this area. Oh, why that? Zach. 1.5. Oh, Hubschrauber. Könnt ihr natürlich auch eher zu ehren, ne? Ah, nee, dann geht er wieder. Kakakaka. Back to the wedding cake. Chinook. Nice, China. So, wir sind auf Kurs. Höhe stimmt ungefähr. Ja, diese 800, diese 100 Fuß. Autopilot rein. Wir zoomen da mal wieder raus. Ted als Soy rauszoomen. Da vorne haben wir noch was. Klack. Okay, wir kommen Richtung Waypoint 5. Was sagt die CDU? 11.400. Ja, ein bisschen drunter noch. Autopilot raus, wir steigen noch ein bisschen. 2,5 Meilen bis zum Ziel. Jawohl. 2 Meilen bis zum Ziel. Jawohl. 11,4 war das Ziel, also 11,5, das haben wir gleich erreicht, die Höhe. 1,2 Meilen, wir gehen auf Waypoint 6, rechts von uns, genau, wir machen den Right Bank Angle und rüber. Ich habe übrigens die Formation gewechselt vorhin auf Finger 4, das heißt, einer müsste jetzt rechts von mir sein, genau, mein Wingman und das zweite Element, also 3 und 4 müssten links sein eigentlich. So, ein bisschen mehr drehen. Speed is okay, one is at 90%. Ah, ein bisschen mehr drehen. Okay, da vorne ist der Punkt. Ah, kriegen wir den Hinweis. Wir sind auf 135, sehen wir. Und 33 Ground. Jawohl, soweit stimmt das. Schon krass, wie nah man reinzoomen kann hier. Da unten ist ein Airfield. Ist hier das Airfield? Die mich verarschen jetzt? Oder ist es ein... Ha? Nee, das ist sonst irgendein... So kein Airfield. Das ist so ein Airfield-Symbol, ne? Kein Plan. So, Wedding Cake haben wir auch. Sensor Point. Of, nee, nicht Sensor, sondern P. SPI. Sensor Point of. Doch, Sensor Point of Interest. Genau. Wedding Cake. Also Hochzeitstorte quasi. Ne? Attention on the net. This is Foxtrot Delta. Fire Mission Zulu 431. Commencing in 2 mics break.
Lima Mike. Moment, das will ich kurz aufschreiben. Lima Mike LM 56. Copy that. So, ich muss mir hin und wieder ein paar Notizen machen. Weil wir wissen ja nicht, plötzlich müssen wir da angreifen und dann wollen sie wissen, in welchem Grid oder so wir sind. Oh, aus dem Grund. Ah, hier haben wir eine Fire Mission. Ah, das ist das, was der Typ gerade gesagt hat, ne? Gucken wir mal. Aber eine andere FOB, ne? Okay, Zelte, Zeug. Nice. Haben wir hier. Oh. Paladin! Der TGP ist schon geil, ey. Ich wünschte, der von der F18 wäre so geil. Also theoretisch ist es ja derselbe Pot. Aber irgendwie ist es ja nicht ganz so geil. So, ein Mann hier, zwei Mann da. Finger vor. Schön sieht's aus. Welcome. Oh, jetzt feuern sie. Gehen wir da. Alter, der Pott ist schon geil, ne? Da kann man gucken, Alter, wie der eine Zigarette raucht oder so. Krass. Mit dem Smoke. M109 Paladin. Yeah. Schon schön, das Gerät. Definitiv schön. Ja, wie gesagt, ich werde hin und wieder diese Mission aufnehmen, wenn ich Zeit und Lust habe. Mit der Zeit ist immer so ein bisschen eine Sache. Boom, boom, boom. 10th Mountain. Eagle's Nest is providing artillery fire for enemy locations northwest of their location. Like Moto, make yourself familiar with the terrain in and around Cop Eagle's Nest. More knowledge, the better. Continue on your flight plan. Whiplash 1 out. Whiplash 1 out. Copy that. So, übrigens, dieser kleine Dot zeigt mir, wo du mein Laser, mein Pot hinguckt. Deshalb weiß ich immer, wo ich hingucken muss. Jetzt ist er hier. Ball auf 4 Uhr. Das heißt, ich weiß, ich kann da hingucken. So. Raus. Nächster Waypoint. Waypoint 7. Oh, standing by, assistance. Anchor, okay. Autopilot, altitude hold, bank, an. Mehr bank. Okay, dann machen wir den Pot nach vorne, Bohrzeit. Standby. So, und dann will er, dass er... Oder... Acknowledge call. 45,
Flag of War without hearing the singing of your 30 Mike Mikes at the party. 30 Mike Mikes. I have a Type 3 CAS request on a warehouse factory structure of my PAWS. Break. We conducted a raid on this IED factory earlier. It's booby-trapped from floor to ceiling. Pretty hairy gunfight, but it's time to put this factory to rest. I don't want to risk a catastrophic injury to my team defusing this mission. Okay, sie haben eine Fabrik gefunden, die voll ist mit Booby-Traps. Booby-Traps sind Minen. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich diese Fabrik kaputt machen. Damit sie nicht in die Fabrik rein müssen wegen dem Minen, okay? Booby Traps. Okay? Jetzt kommen sicher Koordinaten. Okay. Ready for Nine Line. Jetzt muss ich gleich was aufschreiben hier, ne? Okay, North to South, Achtung, aggressing. Okay, ich hab's. Neuer Waypoint. TGT haben wir. Umstellen auf UTM. Dann war's Lima Mike. 19797 5 9 7 1 0. Enter. Elevation war 702. Elevation. Copy. Ready for readback. Final attack heading 275. Haben wir? Okay. Elf air to ground. Okay. So. Eingegeben haben wir. Waypoint 11 haben wir ausgewählt. Der ist irgendwo da hinten. Genau. Waypoint 11. Wir müssen reinfliegen bei einem Heading 275 zwischen 295. Und jetzt müssten wir theoretisch noch die Bomben auswählen. GBU 38. GBU 12. Jawohl, GBU 12, Laser on, Master Arm on, Laser aus, Bomben ausgewählt, Heading 275 in die AO, wir fliegen dahin, jawohl. Den machen wir auf beides, Pad, Hold, Dings, Hold, Pot ist da. Request additional mark, jawohl. Oder additional mark. Haben wir. Also. Heading stimmt ungefähr. Wir ein bisschen mehr von Norden anfliegen müssen. Pot haben wir eingegeben. Letzte Checks. Master Arm on. Laser on. Bomben ausgewählt. Bombercode 1688. Autolays 1688. Copy that. Soweit so gut. Smoke da hinten. Okay. Sollte gleich kommen.
Okay, das ist die Fabrik, nehme ich an. Okay, markiert habe ich. Wedding Cake ist drauf. Copy, copy. Autopilot aus. Drehen. Full Speed. Dann Programm wechseln auf C. C sind, glaube ich, Flares, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Reindrehen auf Target. Target ist markiert. Red Smoke. Factory. Booby Trapped. Autopilot an. Wedding Cake ist drauf. Factory ausgewählt. Master Arm on. Laser on. Lasercode 1688. 1688 Auto Lace. Copy. Wir haben 10 Meilen bis zum Ziel. Bomb Release noch nix. Ziel markiert. Auto Lace an. Tack, tack, tack. Alles easy. Wieso das hier nur einer grün ist, verstehe ich gerade nicht. Maverick, Maverick. Ne, Weapons off. GBU 38, GBU 12. Profile, GBU 12. Nochmal gucken. CCRP, change on 10 seconds. Jawohl, haben wir. 6,1 Meilen bis zum Ziel. Ziel immer noch hot, markiert. Raus da, Smoke steht, Factory, copy. Good to go. Sekunden bis zum Ziel. Release wird vorher sein. Haben wir? Jawohl. 20 Sekunden bis Release. Copy, copy. Linien aus. Nivelliert. Immer mal auf Ding. Okay. Autopilot aus. Bomben kommen. Push the button. Hold the button. Bombs away. Und Flare out. Flare out. Bisschen nachjustieren. Jawohl. Egressing. Nachjustieren. Mitten drauf. Haben wir ein Time to Impact irgendwo? Was? No Impact. Ich wiederhole, no Impact. Das war wieso, das war der Grund, wieso das diese Bombe weiß war. Irgendwas stimmte nicht, ich wusste es. Irgendwas war nicht okay mit der Bombe. Reattacking. Auto lays an. Q ist da. 15 Sekunden. Jetzt ist die Bombe nämlich grün. Ich weiß nicht, wieso die weiß war. Pickle Button. Bombs away. Auto Lays? Laser is on. Ja, gut, die trackt.
Jawohl, hit, good hit, good kill. Laser off, mass arm safe. Haben nur zwei Bomben gedauert. Wieso hat die erste nicht getrackt? Irgendwas war da komisch. Das war, weil die Bombe weiß war. Irgendwas war nicht okay. Okay. Master Mode of Navigation. Ted an. Back to... Flight Plan. 7. Zum 7 sollten wir fliegen, hieß es. TGP back on board side. Hog flight with flash 1. Alright, Hogs, good work. RTB. RTB. Copy that. You boys may be custom to Soju. We don't have any of that here in the AO, but we do have some good old near beer. If you like. Whiplash 1 out. Whiplash 1 out. Okay, dann Hogs, turn ref. Turn la 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 la. The flash one, hog one, the rear. TGP off. First combat story in Georgia, almost complete. Gotta celebrate a little. Hog one out. Jetzt haben wir unserem Team noch hier. Flight. Navigation. RTB. Okay. War ein good splash. Das einzige, was ist, wir haben zwei Bomben gebraucht. Das gefällt mir nicht so. Das war nicht so toll. Das, ja. Aber sonst... Oh, Sam Footprints? Saturn Hog 1, you're inbound to Katasi. All the footprints looking over. Hog 1, Fender 9, footprints posted. Katasi AO swept and secure. We'll stay on the net if anything changes. Defender 9 out. Defender 9 out. Copy that. Dann zurück auf Kutaisi. ATC. Kutaisi inbound. Ich habe ein bisschen Angst wegen meinen Wingmans hier. Dass die dann in mich reinklatschen. Weil die KI ist ja, ne? Wie man aus DCS kennt, ne, immer so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, nun. ATC, Kutaisi, immer. 133. Ne, 134. Oh! Nicht London. Na, da hinten sind meine Freunde. Ne? 2977, Runway 26, unsere Richtung, ne? 26, copy, Runway 26 to pattern.
Wir gehen runter. Wir sind ein bisschen schnell. Ich glaube, ich habe meine Freunde irgendwo hinten liegen lassen. Das ist okay. Ich will nicht, dass ihr mich reinplumpst nie. To pattern altitude. Copy, copy. Das ist schon schön. Der Kaukasus ist auch nicht schlecht, ne? Und dieses überarbeitete A10-Cockpit ist schon echt. Holy, holy, du. Da war der Enter. Ich weiß gar nicht, wenn ich den klicke, den Enter Point, nimmt er dann einen Anker? Oh, okay. ILS Boss. Auf 2000. Freunde, 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 nicht immer hier reinfliegen, ne? So, ein bisschen Speedbreaken hier. Wir sind gleich unter 200. Gear raus. Flaps half. Speedbreak rein. Flaps full. Bisschen schnell noch. Macht nichts, das korrigieren wir hier. Gleich, ja, ja, gleich. Guckt es euch an. Muss ich nämlich ein bisschen ziehen, ein bisschen Speed geben noch. Alles easy, so wie es kommen soll. Genau. Gleich bin ich wahrscheinlich ein bisschen langsam. Genau, flaren, 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 flaren. Oh. Ein bisschen hart. Ein bisschen hart, was? Das üben wir nochmal. Good work, Hawk. One more mission complete. Taxi to parking area and away to join the rest of your flight. Uh-huh. After reaction resort able in the next mission brief. Do not exit the mission until your enter flight has landed. Okay, ich muss warten, bis die alle unten sind. Okay. Das ist ja... Was ist denn, wenn einer meiner Flügelmänner abstürzt? Oder getroffen wird oder irgendwas. Ist dann die Mission vorbei oder was? Interesting. So, Flaps auf 10 degrees. Jawohl, Speed Break in. Geil, 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 geil. Meine Freunde sind im Anflug. Wir dürfen die Mission nicht beenden, bis der letzte gelandet ist. Ho, ho, ho. Aber das muss ich mir gerade überlegen für die nächsten paar Missionen, die ich aufnehmen will. Ich glaube, nach der Landung machen wir da fertig. Weil ich muss euch nicht quälen mit einem Taxi und dann warten, bis die olle KI gelandet ist, oder? Ich stelle uns jetzt da vorne mal auf und dann... Okay, die. Das war der... Neukalibrierung nach der Landung, jawohl. Ja, irgendwie, das ist ja doof, ne? Wenn du da warten musst, verlierst du so viel Zeit und so. Ich glaube, damit muss ich euch nicht nerven, ne? Bis sie gelandet sind. Nee, ich glaube nicht.
Okay, ich meine, die sind am Landen. Was sieht jetzt mit denen aus? Die sind noch ein bisschen hoch. Oh, ich weiß nicht mehr, wo ich geparkt habe. Es war irgendwo hier. Ich glaube hier. Ich weiß nicht. Ja, der Banana will mich wieder killen, Mann. Er will mich sowas von killen. Boah, nicht schlecht, ne? Eigentlich ganz schön geparkt, das Ding. Yes! Yes! Richtig gut. So, aber ich glaube, ich spanne euch nicht mehr auf die Folter. Ihr müsst nicht zusehen, wie die landen hier. Ich schmeiße jetzt noch die Mühle runter und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Mission. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Channel Abo hier lassen, Glocke anmachen und dann zu gegebener Zeit dann genau sehen wir uns wieder für die next Mission hier. Operation Piercing Fury Mission 2. Keine Ahnung, wie sie heißt bis jetzt. Wir werden es sehen. In dem Fall, danke fürs Reinschauen. Haut rein.